Ja, wir machen weiter mit Old World hier auf dem Kanal von Writing Bull und live auf Twitch bei WBs Junger Herde. Ich bin Matsumen, darf mich kurz vorstellen. Ich bin gerade in den Körper geschlüpft von Sabium, dem Steinmetz, den wir jetzt gerade spielen, und haben festgestellt, wir haben viele Beförderungen gemacht in der letzten Zeit, haben sogar eine Wissenschaftlerin zu uns am Hof geholt, und da entpuppt sich diese junge Dame hier als doch etwas religiös fanatisch und bringt jetzt das Christentum zu uns. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Es gibt einen romantischen Abend. Oh. Zwischen uns und unserer Gemahlin Ubalno herrscht eine kühle Distanz, eine Kluft, die sich mit jedem Tag auszuweiten scheint. Sie bittet euch, ihr in eurem vollen Terminkalender etwas Zeit einzuräumen, um die Leidenschaft von einst neu zu entfachen. Was wollen wir tun? Wir können uns anstrengen oder wir haben keine Zeit. Ja, es ist unsere Frau, Leute. Wir strengen uns natürlich an. Wir haben sie gerade erst geheiratet vor 3 Jahren. Da können wir auch ein bisschen Gold hinterherwerfen. Ist wieder so typisch, ne? Und oh, jetzt ist sie verliebt in uns. Das ist schön, wenn wir verheiratet sind, dass sie uns liebt. Haben dafür ganz schön viele Befehlspunkte gelassen und viel Geld dafür ausgegeben, aber immerhin. Jetzt wollen wir wieder was bauen. Haben das Fest abgeschlossen in dieser Stadt. Sind jetzt auf Stufe 0. Das hier wird weiter reduziert und ja, kein Vorteil, kein Achievement. So glücklich waren die Leute in der ganzen Partie eigentlich noch nicht. Das ist bitter. Hätte ich mir hier was ein bisschen mehr gewünscht. Schreiber oder Dichter? Krämer. Archiv und sowas geht alles nicht. Dann holen wir uns mal einen Dichter. Bringt uns auch was für die Kultur. Dann haben wir hier das Archiv 4 abgeschlossen. Archiv 5 gibt es gar nicht. Könnten ein Forum abhalten, würde durch die Philosophie. Hoppsala. Sogar eine Forschung mehr geben, weiß ja. Könnten auch einen dichten Ältesten uns holen. Der bringt uns, glaube ich, ein bisschen mehr Forschung. Und mit der Kalligraphie haben wir auch geholt, echt? Nee, Kalligraphie haben wir nicht eingeführt. Würden wir sogar noch weniger Unzufriedenheit bekommen. Wir holen uns mal so einen Dichter Ältesten. Der sind 3 Runden da. Und dann hier abgeschlossen vor Ort die Wassermühle. Hustet ein bisschen die Bergarbeiter hier. Hier haben wir noch gar keinen Bergarbeiter. Was baust du als nächstes? Hier wird die Bibliothek errichtet. Was wird uns empfohlen? Hier noch ein Steinbruch. Wollten ja auch Wunder bauen, ne? Wo haben wir denn unseren Wunderbauer hingestellt? Wir wollten doch hier irgendwie irgendwo Wunder bauen neben einem Hauptstadtsfeld. Also hier ist schon mal alles drumherum besetzt, würde ich sagen. In Kisch ist was das Hauptstadtfeld. Wir könnten auf die Mine verzichten und hier vielleicht noch mal das Wunder bauen. Die Mine bräuchten wir jetzt nicht so dringend. Wir testen das mal. Wir ziehen mal hier rüber. Gehen mal auf Weltwunder und wollten das hier bauen. Und es geht nicht, weil wir brauchen eine legendäre Kultur. Ja, okay, legendär haben wir noch nicht. Wo haben wir denn legendär? In Babylon und in Ur ginge das nur. Okay. Ur war hier unten. Hier ist das Hauptstadtsfeld oder Stadtfeld ist dieses hier. Hier könnten wir auch auf ein Sägewerk verzichten. Das ginge auch. Nehmen wir einen der Handwerker hier und bauen dann hier tatsächlich um dieses Feld herum. Vielleicht hier am Wasser. Das Weltwunder. Dann bauen wir das Weltwunder hier oben nicht und bauen stattdessen was? Hagia Sophia
Das geht alles nicht. Das braucht alles legendär. Können wir noch was Cooles bauen? Feste Garnison. Das geht alles nicht. Das kommt zu früh. Erstmal müssen wir die Akademie bauen und dafür brauchen wir erstmal die Bibliothek. Und es geht auch nur eine pro Stadt. Geht auch nicht. Heißbadehaus, Warmbadehaus brauchen wir, glaube ich, alles nicht. Kaltbadehaus. Amphitheater haben wir schon. Theater haben wir schon. Odeon haben wir schon. Schießstand bin ich überfolgt. Kaserne, Weiler. Tja, also die Stadt krankt ja immer ein bisschen daran, neue Bürger zu produzieren. Deshalb würde ich hier oben tatsächlich mal weiter hier hinziehen und mal einen Bauernhof hier hinsetzen. Damit wir ein bisschen mehr Wachstum haben, ne? Weil der Bauernhof bringt auch Wachs. Bringt kein Wachstum. Ach, ich dachte, wir bekommen Wachstum vom Bauernhof. Dann ist das ja Schwachsinn hier mit dem Bauernhof. Dann gleich wieder zurück. Wenn der Bauernhof selbst kein Wachstum bringt. Tja, was machen wir denn dann? Was wird mir denn empfohlen? Wir könnten einen Kornspeicher bauen für Wachstum. Oder noch ein Steinbruch. Der Steinbruch hier bringt mächtig viel. Wir bauen noch einen Steinbruch. 15. Ja, Musik ist schön, ne? Feiert der Chat gerade ein bisschen. Ich finde die Musik auch sehr gelungen. Ich muss euch ja leider ein paar Musikstücke hier vorenthalten aus urheberrechtlichen Gründen, weil sonst die Videos geclaimed werden. Deshalb habe ich mal den Modus aktiviert, dass das sicher ist für Streamen und nur die urheberrechtsfreie Musik ist. Aber auch da sind ganz viele tolle Werke dabei. Zum Beispiel vom Komponisten, der auch die Titelmusik von Civ 6 komponiert hat, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Liegt mir auf der Zunge, aber der Tag war lang und dann kann ich mir immer keine Namen mehr merken. Ich selbst heiße irgendwie, weiß ich auch nicht mehr, wie ich heiße. Oh, ich habe hier ein Achievement freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gesehen habt, für legendäre Städte. Offensichtlich ist noch eine Stadt aufgeschrieben. Das ist gut. Das ist nicht gut. Die Assyrer und Perser haben Waffenstillstand. Christopher Tin, genau. Danke an Smarty, war der Komponist. Und der hat hier auch viel Musik mit komponiert. Ägypten ist jetzt. Oh. Ägypten folgt jetzt dem Judentum und jetzt sind die von verärgert auf wütend. Ach, je. Ja, danke, dass ihr mich Olaf nennt und mich an meinen Namen erinnert. Sehr freundlich, liebe Leute. Ach, unsere Kanzlerin ist echt großartig. Sie kann die Unzufriedenheit ohne Probleme reduzieren. Einen nach dem nächsten. Finde ich cool. Da haben wir sogar noch jemand bei uns bekommen. Ein Hofhändler. Okay. Etwas wild übersetzt. Dann, oh, Spionagemeisterin ist im Amt verstorben. Können wir vielleicht ja gleich, weiß ich nicht, einen Hofhändler für einsetzen. Mal gucken. Ein Spion ist verstorben. Sollten wir dann direkt wieder neu in die Dienste nehmen, einen weiteren Spion. Und. Oh, und wir sind wieder Opa geworden. Das ist doch cool. Sehr cool. Immerun wird Hofhändler bei uns. Das ist sehr diszipliniert. Willkommen. Willkommen. Doktrin entdeckt. So, wir brauchen Botkin-Pfeil und Ballistik. Ganz schnell und Kohorte und Kriegsrecht auch schnell. Kohorte wäre hier in 5 Runden. Hätten wir das erfüllt. Ich würde aber lieber den Botkin-Pfeil machen. Da haben wir noch 7 Runden Zeit für. Wie kommen wir zum Botkin-Pfeil? Mit dem Landgut. Landgut dauert 2 Runden. Dann haben wir noch 5 Runden Zeit, in der Hoffnung, dass dann, wenn wieder gewürfelt wird, der Botkin-Pfeil hier auch drin ist. Es könnte klappen. Und danach dann Kohorte. Landgut schreibt auch der Chat. Sehr gut. So, Spionagemeisterin gestorben. Wir brauchen einen neuen Spionagemeister. Wer kann denn das gut machen? Wir wollen natürlich untätige Kandidaten hier einsetzen. Und
egal wie wir einsetzen, die Städte werden ein bisschen unzufriedener. Hier bekommen wir immer noch ein bisschen Wissenschaft, weil die alle nicht mutig sind. Aber sollte trotzdem okay sein. Ja, Kishura steigt wieder von Unzufriedenheit. Das ist nicht so schön. Schicken wir vielleicht als nächstes mal gleich unsere Kanzlerin hin. Die hat das so gut gemacht. Komm, gleich Stadtbefrieden nach Kishura. Gleich hin da, die nächsten 2 Jahre. Aber für dich kriegen wir immerhin 4 mehr Wissenschaft. Oh, und sie ist verärgert von uns. Das ist doof. Das ist doof. Dann doch lieber unsere Frau. Die macht das bestimmt auch gut. Bringt auch nicht ganz so viel Unzufriedenheit und der Wissenschaftspunkt, der ist mir egal. Ich will keine unzufriedenen Spionagemeister haben. Da habe ich Angst, dass die irgendwann mit mir dann kurz einen Prozess machen. Spionagemeistern kann man nie trauen. Außer unserer Frau natürlich. Oh, Kriegsrecht. Oh. Eine große Wissenschaftlerin vom Hofe Persiens von Ifra besucht worden. Besucht uns mit der Bitte um Unterstützung bei einem Projekt. Sie möchte hohe, schützende Türme wie die unsrigen errichten, aber fehlen einige Grundkenntnisse. Gott, die guckt schon so böse. Die ist super wütend. Da werden wir doch bestimmt kein Wissen mit denen teilen. Sind die noch wütender? Oh, Feuer. Feuer auf dem Markt. Ein Zipper wurde ein Mann festgenommen, der auf dem Markt der Stadt die Menge aufwiegelte. Sein Verbrechen? Er schürte zunächst ein großes Feuer und begann danach den Jasna zu rezitieren, einen heiligen Text seiner Religion. Dies ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Die Anhänger Zarathustras sind wahrlich faszinierend. Würden wir ihn jetzt freilassen und den Zoroastrismus erlauben oder ihn freilassen und den Zoroastrismus verbieten oder sagen, ach komm, das ist meine Zeit nicht wert. Wir sind Richter, aber auch ein bisschen träge, rechtschaffen, inspirierend. Tja, was meint ihr Leute? Was passt denn da gut zu uns? Verbieten wir den Zoroastrismus? Also ich finde, wir lassen ihn frei sagen, aber weiterhin, ihr sollt bitte dem babylonischen Kreis folgen. Jetzt haben wir Milizsoldaten. Soll ich denn mit Milizsoldaten und mit der Ausbildung? Das ist ja spannend. Ja, und der mag uns jetzt weniger, der Zoroastrismus. Und damit auch die Ägypter. Hier haben wir einen Fallensteller abgeschlossen. Okay. Wir wollen Wissenschaft haben, bitte. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft. Was bringt uns hier viel Wissenschaft? Das bringt uns mehr Kultur. Den Ältesten haben wir hier 4 im Jahr und dann nochmal einen obendrauf. Das macht der, glaube ich, am besten. Jetzt wollen wir hier den Nächsten uns holen. Was haben wir denn hier, Leute? Haben wir jetzt hier einen Bürger, den wir uns holen können? Nein, jetzt müssen wir wieder Feste feiern hier in dieser Stadt. Doch, wir können uns einen Meisterdichter holen. Komm, wir holen uns einen Meisterdichter. Und in 7 Jahren haben wir die nächste Einheit hier. Okay. Die Milizsoldaten. Was soll ich mit den Milizsoldaten? Die kosten mich nur Nahrung. Weg. Oh, können wir verschenken an? Ah, wir können die verschenken. An jemand anderen. Zum Beispiel an diese bezaubernde Königin Ahitali, die uns fast mag und weit weg ist bei den Assyrern. Das
minus 5 Jan sehen. Komm, hier kriegst du diesen Milizsoldaten. Den auch. Schenke ich dir alles. Ich bin sogar bereit, diesen Milizsoldaten zu verschenken. Weg. Habt ihr ein paar Milizsoldaten? Oh, große Königin, bald mögt ihr uns mehr. So, was haben wir hier? Charakter verstorben. Ah, wir brauchen noch eine Mission. Ja, für Spionagenetzwerk in Darband. Da wollen wir gerne einen zuweisen, der uns möglichst viel bringt. Ja, da können wir doch diese unzufriedenen Leute hinschicken. 10 Wissenschaft und 6 Verwaltung und Geld und so weiter. Das sieht gut aus. Ganz schnell hin da. Gleich mal hin. Können wir noch mehr machen? Spionagemissionen. Verrat. Was macht denn Verrat? Trefferpunkte. Okay. Nö. Aufstände könnten wir machen. Es gibt eine Rebelleneinheit. Das können wir aber noch nicht. Forschung stehlen. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie... weiß ich nicht. Lohnt sich das? Können Sie ja mal versuchen. Mit wem? Mit unseren Nachbarn, den Ägyptern, die im Zweifelsfall noch weiter verärgert werden. Nicht, dass sie uns noch den Krieg erklären. Dann lieber mit den Assyrern. Mit denen haben wir gerade ein paar Einheiten getauscht, Leute. Wir versuchen das mal. Wir schicken mal unsere Frau los. Ich hoffe, der passiert nichts. Oder sie nutzt nur ihre Spione. Und dann können wir mit ihr was machen. Können wir sie vielleicht ein bisschen beeinflussen. Die junge Dame hier. Ja, beeinflussen. Vielleicht geht das ja hin, dass wir sie ein bisschen lieber mögen. Wir schicken ihn auch mal auf Mission. Sehr gut. Jetzt haben wir wieder ein paar losgeschickt. Botschafter, kannst du was machen? Vielleicht doch eine Handelsmission mit Ägypten. Aber da waren die Preise super schlecht beim letzten Mal, weil die uns so unwohlgesonnen sind. Und wenn wir dann auch noch ablehnen... lieber nicht. Lieber nicht. Wir könnten... von mir aus kann man auch gerne nochmal Hof halten, um weitere Hofleute uns zu holen. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Nachteil mit sich bringt. Ich klicke mal hier alles weg. Und... ciao, Ria Silva. Schön, dass du da warst. Gute Nacht an dich. Und wir gucken mal, was das mit sich bringt. 35 von 43 haben die Ägypter. Die geben ganz schön Gas, Leute. Die geben ganz schön Gas. Kriegen wir das noch rechtzeitig hin? Ich bin mir nicht sicher. Ich versuche mein Bestes mit euch hier gemeinsam. Aber es darf weiter spannend bleiben. Hi Harrington. So, oh, wir sind jetzt der Architekt geworden, weil wir wahrscheinlich so viel gebaut haben. Noch mehr Legitimität für uns. Statthalter von Babylon tut alles für ihren persönlichen Vorteil. Wir haben wieder korrupte Leute bei uns eingestellt. Mann, Mann, Mann. Das sorgt, glaube ich, dafür, dass wir weniger Geld bekommen. Naja. Und unsere Tochter haben einen Sohn. Ah, wir sind wieder Opa geworden, Leute. Feiern, wieder Opi geworden. Opa Matsuman ist wieder da. Was ist denn das hier? Drachenknochen? Arbeiter in einem der Steinbrüche der Hauptstadt sind auf Knochen eines gigantischen Tieres gestoßen und vor lauter Angst aus dem Steinbruch geflohen. Die Arbeiten wurden unterbrochen und der Vorarbeiter des Steinbruchs ist sich nicht sicher, was er tun soll. Haben wir getriggert, weil wir Sklaverei immer noch haben. Jetzt können wir ein Exempel statuieren an Sklaven, bis der Rest zurückkehrt. Den Göttern Speisen als Opfer darbringen und sie um ihre Sicherheit bitten. Die Knochen zerstören, um ihre bösen Geister zu befreien.
oder den Knochen unserem Weisen zum Studium lassen. Das klingt doch nach uns. Das machen wir mal. Wir lassen sie mal studieren und bekommen ein bisschen Unzufriedenheit in Babylon. Okay, ein bisschen Forschung, das ist auch gut. Nehme ich aber gerne mit. Babylon, wie ist denn da jetzt die Stimmung in Babylon? Stufe 3. Können wir wieder auf Stufe 2 reduzieren. Das ist nicht so schlimm. Da schicken wir dann als nächstes wieder unsere Kanzlerin hin, die mit 72 echt noch einen super Job macht. Also toi toi toi, bitte halt länger durch. Du bist auch noch nicht krank oder so. Ganz toll. Endlich läuft mal was. So, hier Wassermühle gebaut. Könnten noch eine Wassermühle daneben bauen. Ich weiß nicht. Was wird uns denn hier empfohlen? Weiler. Ja, wir würden hier die Farbstoffe anschließen mit dem Weiler. Dann können wir wieder ein Luxusgut uns holen. Das machen wir mal. Was ist denn jetzt hier der Weiler? Das hier. Oder halt, nein, Kommando zurück, das wollten wir gar nicht. Wir wollten doch jetzt mal das Feldwunder bauen. Gleich wieder zurück. Und ich glaube, wir wollten doch hier neben der Stadt auf diesem Feld jetzt das Weltwunder bauen. Mit Sukmada Basha. Die Ressourcen dafür haben wir. Sägewerk geht weg. Wir müssen noch nicht mal was einkaufen mit unserem vielen Gold. Wir kommen damit noch mehr Kultur. Und noch ein paar Punkte für den Sieg. Oh, 17 Runden. Ob wir 17 Runden noch durchhalten mit den Ägyptern, weiß ich ja nicht. Aber wir versuchen das mal. Was haben wir hier abgeschlossen? Die Akademie. Dann doch bitteschön direkt dahinter. Nicht mal wirklich das Amphitheater. Ich würde doch gerne das nächste wissenschaftliche Gebäude dort bauen. Das wäre... das wäre die Uni. Da brauchen wir aber erstmal eine legendäre Kulturstufe. Vorher geht das nicht. Und wir sind hier bei mächtig. Das dauert noch Ewigkeiten. Dann bauen wir hier stattdessen das Amphitheater hin. Kostet uns ein bisschen Steine im Jahr, aber bringt auch mehr Kultur. Hier haben wir auch eine Bibliothek fertiggestellt. Können wir denn hier wenigstens was nebenan bauen? Zum Beispiel eine Akademie, ja. Wo bauen wir das Ganze hin? Eigentlich egal, ich baue es mal hier hin. Eine Akademie bitte, 10,8. Sehr schön. Ein Steinbruch ist fertig. Hier oben bauen wir noch die Bibliothek, da kümmert er sich drum. Wir haben gerade ein Sägewerk weggenommen. Dann sollten wir bei genügend Nahrung hier ein Sägewerk wieder draufsetzen. Und hier haben wir den Palast fertig gebaut. Wir können eine Messe bauen für 103 Gold in der Runde. Das ist der Hammer. Wäre cool neben einem Hafen, den wir hier haben. Hier eine Messe drauf. Ah, da ist schon der Markt. Haben wir denn noch einen coolen Gebäuden hier? Die Bibliothek und das alles ist schon im Bau, oder? Ja, das wird hier drüben gebaut. Ja, wir könnten noch eine Wassermühle bauen. Feste, weiß ich nicht, brauchen wir nicht. Ja, dann machen wir mal noch eine Wassermühle. Gibt ein bisschen Wissenschaft immerhin. Wir haben noch eine Mission. Die haben alle Missionen hier. Das sieht ganz gut aus. Gibt es Kinder, die wir unterrichten können? Hat sie zu tun? Machst du eigentlich gerade irgendwas hier als Generalin? Kannst du ein Kind unterrichten als Hofmitglied? Die Generalin hat Arbeit. Was ist mit der Händlerin? Die haben wir noch, glaube ich, rausgenommen. Kann die jemanden unterrichten? Ja. Immerhin. Gandas können wir unterrichten. Dann mach das mal.
Hast du auch was zu tun? Hi Mantul. Ja, die Unterschiede. Sieht tatsächlich wie Civ aus, aber die Unterschiede sind doch gewaltig. Also, um mal ein Beispiel zu nennen, kann man nicht die Städte überall gründen, sondern es gibt vordefinierte Orte. Man hat hier nicht nur Produktion als Ressource, sondern die Produktion unterteilt sich quasi in, je nachdem, was man bauen möchte, entweder braucht man dafür Wachstum oder man braucht dafür Ausbildungspunkte oder man braucht dafür Stadtkapitalrate oder Verwaltungskosten. Wenn ich die nicht nutze, kommt das alles in so einen gesamten Vorrat, die ich dann reichsweit für andere Aktionen verwenden kann. Also Produktion als solches Ressource gibt es eigentlich nicht. Dann gibt es hier diese ja, vier Hauptressourcen mit Nahrung, Eisensteine und Holz. Luxusgüter kommen etwas später. Ich habe natürlich ganz viele mit den Familieninteraktionen und mit den Events, das ich bei Civ nicht habe. Bei der Forschung kann man nicht frei nach Schnauze erforschen, sondern kriegt immer ein bisschen was vorgelegt und muss sich dann entscheiden, was man davon haben möchte. Und dann werden die Karten neu gemischt und dann kannst du was anderes erforschen, was du gerade freigeschaltet hast. Und es gibt Ambitionen, die, was ich sehr cool finde, die, mit denen du auch zum Sieg kommen kannst, wenn du sie alle erfüllst. Das sind vielleicht so die Unterschiede im Groben einmal zusammengefasst. Was machen wir hier weiter? Eigentlich nicht viel. Ja, genau. Es ist halt eine Mischung aus Civ und Crusader Kings, würde ich sagen. Du hast ganz viele Familiencharaktere, die ganz viele Eigenschaften haben. Basierend auf den Eigenschaften mit den vier Aspekten, die es hier gibt, zwischen Weisheit, Charisma, Mut und Disziplin, können sie halt auch noch andere Charaktereigenschaften haben, die alle Vor- und Nachteile haben, die miteinander interagieren können. Da kann man tatsächlich viel sich austoben. Ja, wie schön. Wir haben es erfolgreich. Ach, wir sind so gut, Leute. Wir haben sie beeindruckt. Sie ist jetzt nicht mehr ganz so stark verärgert. Also sie ist sogar uns positiv gesonnen. Ägypten ist noch ein bisschen verärgert. Einfach, weil wir das Judentum nicht mögen. Wir haben sie öffentlich verleumdet. Das sinkt aber ründlich. Und ja, wir haben den ersten Sieg zum Schritt getan. Ja, insofern mögen die uns weniger. So. Wir wollen jetzt gerne den Botkin-Pfeil erforschen. Unbedingt in 2 Jahren. Und damit schaffen wir tatsächlich diese Ambition, Leute. Und dann müssen wir als nächstes hier das nächste erforschen. Sehr cool. Hat sich gelohnt, in die Forschung zu investieren. Wir nehmen natürlich den Botkin-Pfeil, weil wir es sollen. Methusalem? Nee. Melulatum. Statthalter von Babylon kann verbessert werden. Sie ist jetzt schon Rednerin, geistreich und korrupt geworden, wie wir wissen. Erst seit kurzem. Sie könnte klug werden. Oh, +2 Wissenschaft pro Kulturstufe. Das finde ich schon mal super. Landwirtin. Da bräuchten wir eher sowas wie Schafshirten oder sowas. Mut mehr Befehlspunkte. Nein, ganz klar. Mut. Klug. 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 Klug ist gut, wollte ich sagen. Dann wollen wir hier was bauen. Meisterdichter ist abgeschlossen. Wen holen wir uns jetzt? Den Dichterältesten vielleicht? Nochmal ein bisschen mehr Forschung. Ja, wir gehen auf Forschung, Leute. Alles auf Forschung. Hier, Dichterältester abgeschlossen. Dann holen wir uns denn jetzt hier einen Schreiberlehrling oder einen Krämerlehrling oder einen Philosophenlehrling. Oh, dann nehmen wir mal einen Philosophenlehrling hier. Philosophie bringt auch Forschung. Dann haben wir was hier gebaut. Eine Bibliothek. Forschung geht ganz gut durch die Decke, wie ich finde. Ich glaube, wir waren bei knapp 200 zu Beginn der heutigen Aufzeichnung und spielen jetzt seit etwa 2 Stunden. Ein bisschen mehr vielleicht. Das ist schon ganz ordentlich gewachsen. Haben hier die Bibliothek gebaut. Können wir hier neben der Bibliothek vielleicht schon
Eine Akademie hinsetzen? Ja. Hier. Da können wir auch einen Palast hinsetzen. Können wir aber auch woanders. Wir setzen mal hier die Akademie hin. Noch mehr Forschung, bitte. Hier ebenfalls Bibliothek, Akademie. Wo kann die gut entstehen? Ich zoome mal ein bisschen raus. Akademie 17,5. Ja, dann entsteht die hier. Ich hätte ja gedacht, dass wenn man eine Akademie direkt neben der Bibliothek baut, dass man dann tatsächlich irgendwelche Vorteile hat, weil die Leute, die hier in der Akademie ausgebildet werden, nicht so weite Strecken zurücklegen müssen. Aber da habe ich mich offensichtlich geirrt. Ein bisschen Sport für die Studenten ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Auch eine Bibliothek fertig. Wo bauen wir hier die Akademie hin? Hier 14. 14 zum ersten, 14 zum zweiten. Wir bauen sie hier hin. Nochmal mehr Forschung. Richtig gut. Ich bin doch vorsichtig optimistisch. Und beende die Runde. Der Elefant erinnert an Herr der Ringe, meint ihr? Damit meint ihr unseren coolen Kriegselefant hier unten, ne? Ja. Sieht schon beeindruckend aus, ne? Kann man hier das auch drehen? Oh, jetzt habe ich mal anders gedrückt, wie bei mal das bei Civ machen kann. Ich drehen können wir, glaube ich, die Karte nicht. Leider. Aber wir können den Elefanten vielleicht mal nächste Runde so ein bisschen nach unten ziehen, sodass wir uns mal ein bisschen besser angucken können. So, ach. Oh, Stadtbefrieden hat diesmal zu einem Ereignis geführt. Okay. Oh, unsere Frau ist super. Forschung erfolgreich gestohlen. Nichts ist passiert. Kann sie eigentlich gleich nochmal machen. Sehr cool. Unsere Schwester ist nicht mehr krank. Auch ganz hervorragend. Ja, okay. Leider ein Familienmitglied etwas, unser Spion, ein bisschen an Selbstvertrauen verloren. Und noch ein weiterer im Kreise unseres Kreises. Stolz von Babylonien. Die Kanzlerin hat sich bemüht, die öffentliche Meinung in Sippa zu beeinflussen und war tatsächlich erfolgreich mit unerwarteten Nebenwirkungen. Mehrere junge Führungspersönlichkeiten, die sich in der lokalen Politik bewiesen haben, bieten uns ihre Unterstützung an, mit der wir die Loyalität zur Krone stärken könnten. Aber auch mehrere Truppen stattlicher Krieger, die auf der Suche nach einer neuen Mission sind, bieten ihre Hilfe an. Wir sollten diesen Aufschwung des Patriotismus in Babylonien für uns nutzen. Oh, und sie hat eine der sieben Tugenden. Okay, die Stadt bekommt weniger Unzufriedenheit und wir können einen an unseren Hof holen. Wir können auch Feierlichkeiten machen in Kishura. Oh, was machen wir denn da? Ich blende mich aber kurz aus, dass ihr das lesen könnt. Hi Soul Seller, Seelenverkäufer. Liebe Grüße, schön, dass du auch da bist. Und ciao an Jet to Space. Was machen wir denn da, Leute? Was machen wir da? Nationale Feierlichkeiten, Tributzollen. Das überlegen wir uns nochmal. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen mit meinem Hofstaat beraten, ob wir noch einen weiteren Hof holen wollen oder ob wir doch nochmal feiern wollen, kann ich mir beides vorstellen.